Jo, willkommen zurück zu The Fallout, ja, Fallout 4, Mann. War ich irgendwie bei The Forest? Das liegt wahrscheinlich daran, dass es hier auch so windig ist, wie bei The Forest immer. So, wir gehen jetzt hinten zu diesem. Wo müssen wir, wie ist denn das, Kaff? Kaff, ne? Kann man schon sagen. Daten. Sanctuary. Nee, das war's ja nicht. Ten Pines Bluff und Commonwealth, da gehe ich noch nicht hin, weil wir könnten uns das auch mal auf der Karte anschauen. Diamond City? Hallo, geht es noch mehr raus zu zoomen? Ja, so lokal musst du jetzt nicht hin, ne? Ah ja, genau. Hier unten ist Diamond City. Und hier ist Ten Pines Bluff, da wo ich hin muss. Genau. Nee, mach mal hier jetzt irgendwie Markierung platzieren. Jo. Weil. Das ist in diese Richtung. Da muss ich jetzt. Doch, über die Brücke muss ich wohl wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich muss ich da drüber. Ach, hier ist immer noch das Radio an. Ja, ich. Guck mal, das kann man bestimmt auch noch alles abreißen. Auch die Zäune reiße ich irgendwann noch ab. Das bringt doch alles nichts. Das ist doch alles kaputt. Kaputt. Kann ich eigentlich hier auch aufräumen? Oh. Komme ich denn da drauf jetzt? V? Nee, komme ich nicht ins Baumenü. Da guckt der raus. Und das war F, okay, cool. Einfach mal nebenbei so bemerkt. So, wir nehmen mal zur Sicherheit hier eine Pistole in die Hand. So, irgendwo da oben. Ich gehe mal hier den Hügel hoch. Ich gehe mitten durchs Feld. Natürlich aufpassen, weil da bestimmt immer viele Monster sind. Steht da eigentlich? Was ist denn das da für ein Symbol? Mit dieser Schaufel und dem Hammer, ey. Boah, i. Was war das denn? Maulwurfsratte wieder. Wow! Wow! Wo kommt ihr denn her, verdammte Scheiße? Ha! Die springen aus dem Boden raus und springen mich dann an. Guck mal, da rollt noch was. Gib mir das. Gibt's heute zum Nachtisch. Boah, hier ist die nächste direkt. Okay, aber hier die Kiste, die wollte ich eigentlich mal aufmachen. Oh, ein Aschenbecher. Hä, ist da noch eine drin? Ja. Das wollte ich nämlich damit sagen. Querfeldein hier irgendwo da unten? Warte mal, was ist denn das für ein Symbol laut Karte? Gar keins. Ah, warte mal, ich muss auf die lokale Karte vielleicht. Nö, zeigt da auch nichts an. Das ist die ganz große Karte? Ne, das ist dieselbe wie gerade, ne? Ja, gibt nur die beiden. Vault. Sanctuary. Museum der Freiheit. So, Ten Pines Bluff. Ich glaube, ich hätte doch durch die Stadt gemusst. Gehen wir jetzt hier am Stadtrand entlang. Guck mal hier. Wieder so ein ekelhaftes Brahmin. Gar kein Lakenfleisch. Oh, Messer. Und die Kiste hier. Oh, guck mal, der hat ja auch noch ein paar Sachen. Der Raider. Das sind die Bösen. Wobei eigentlich, naja, gut, die wollen sich ja auch nur, ne? Irgendwie. Ach so, das sind nur so, so Merkmale hier in der Landschaft. Genau. Ja, die Raiders, die wollen ja eigentlich auch nur überleben, ne? Aber die sind böse, trotzdem. Oh, boah. Dickichtausgrabungen entdeckt. Meinen die das Ding hier unten, diese Mine?
verrückt, ey. Boah, alt. Boah, wie ich gerade gezittert habe. Ich dachte, der macht jetzt einen Abgang. Und da hinten, da oben muss ich hin. Ich gehe auch mal direkt hier oben lang. Da kann er doch wunderschön rumlaufen. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Aber da komme ich hoch. Oh, was ist denn da? Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall auch noch an. Das ist jetzt so typisch Fallout eben, ne? Hier gibt es eine Menge zu entdecken. Und da ist jetzt die Frage, was nimmt man in einem Let's Play tatsächlich alles mit? Also, ich mache jetzt erstmal wieder ein bisschen Story und dann gucken wir uns auf jeden Fall auch so gut wie es geht alles an, was ich jetzt hier unterwegs noch entdecke. Nicht immer sofort. Oh, guck mal. Ein Hirsch oder sowas ähnliches. Nee, das ist ein Brahmin. Ist das eigentlich feindlich? Ne, das war doch eine Rathirschkuh. War gar kein Brahmin. Hirschkuh! Ja, tut mir leid, ne? So, wo bin ich denn laut Karte? Ten Pines Bluff. Komm da runter, du Kiste. Geht nicht. Schlammbohne. Oh, kann ich mir einen Garten bauen. Und Karottenblumen, ey, gibt's eine Menge an. Kann ich bestimmt dann auch irgendwo noch pflanzen. Wette ich mit. So, dann gehen wir mal hier hoch. Irgendwo da oben ist ja das Dorf, wo ich hin muss. Oder ich weiß nicht, ob es ein Dorf ist, aber ich nehme es mal an. Eine Siedlung, irgend sowas war das. Irgendeine Siedlung. Da ist die große Brücke. Die kaputt ist. Ja, sie ist kaputt. Und da ist eine Radarstation. Hier ist ja nichts mehr los. Schön. What the fuck? Alter Schwede. Oh, der ist aber schnell. Nein, ich hänge fest. Oh, ich will nicht vergiftet werden, ey. Hat er sich wieder eingebuddelt? Da ist er. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade die beste Wumme. Oh nee, und da ist ein Hund. Warte mal, den muss ich mir zuerst holen. Weil der Skorpion, der hat voll die Power, ey. Boah. Da ist er wieder. Wah! Das ist doch unfair. Hui. Oh, stirb! Wah! Alter, wie viel denn noch? Hallo? Geht's doch bei dir? Ja, jetzt habe ich eine Menge Hunde hinter mir. Ein wilder Mischling. Und das Vieh ist immer noch nicht tot. Oh, der hat mir gegeben jetzt. Scheiße, ich muss da andere Waffe. Oh, ich weiß nicht, wo der... War das nicht irgendwie T oder F? Ich weiß es nicht. Hui. Ich glaube, ich muss erstmal einfach nur verschwinden irgendwie. Weil ich komme gerade nicht irgendwie ins Menü. Hallo? Nee, da war es auch nicht. Das ist natürlich blöd. Warte mal, in der Stadt müsste ich sicher... Oh. In der Stadt müsste ich doch sicher sein, oder? Wo ist er? Das ist Stein, da kann er nicht aus dem Boden kommen. Aber da sehe ich schon wieder irgendwas anderes da rum. So, ich muss mal kurz hier rein. Ich weiß nicht, ob das in diesem Menü stoppt. Alter. Munition? Nee, was will ich mit Muni, ey? Stimpack. Muss ich direkt mal auf Q gehen und was kriegt denn der? Am besten hier zwei.
Da komme ich am schnellsten dran von W. Ja. Das war nicht nett. Heftig. Ja, dies bringt auch nichts. Ja, die Schrot ist bestimmt geil gegen das Vieh. Komm. Ich will es wenigstens zu dem Dorf. Boah. Aber der ist weg. Der ist da ja gar nicht. Ich will es wenigstens zu der Siedlung schaffen. Alter, vor allem wie laut das war. Da hab ich richtig erschrocken. Ist doch scheiße, ey. Die Viecher, die kommen alle irgendwie aus dem Boden gesprungen. Was das ist das hier jetzt? Hier soll es noch Bewohner geben? Tempines Bluff, ja. Aber die bauen immerhin an, ne? Tattoo-Pflanze. Da ist einer. Ohne Werkstatt. Reden. Ein einfaches Leben ist das nicht. Nee. Na toll, na tschüss. Grüße dich. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Klar. Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Willst du meine Hilfe jetzt oder soll ich mich wieder auf den Weg machen? Versteh mich nicht falsch. Ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Ja, dann mach doch bei mir mit. Mach ich. Ja, komm, ich kümmere mich um sie, ne? Soll ich ja wahrscheinlich auch. Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, denkst du, das letzte Mal habe ich das nur vorgetäuscht? Oder meine Minutemen-Kollegen? Ja, pump mal Wasser, genau. Geht wirklich. Guck mal, da unten TP. Unten links. Mach mal voll direkt. Geht gar nicht. War's das? Tschüss. Die schöne Brücke ist kaputt. Ihr könnt ja auch mal, kann ich hier vielleicht bauen? Nee, geht auch nicht. Ich kann nur in meiner Stadt, da kann ich bauen. Bah! Ja toll, da fällt mir gerade ein, es gibt ja auch dieses Menü hier. Hä? War das nicht... Wie ging denn das gleich? Das war doch unter Alt. Dieses Kampfmenü. Mit den beiden habe ich ja schon gesprochen. Das sind alle von der Siedlung. Also dann nennt es nicht Siedlung, dann könnt ihr euch Paar nennen oder so. So, schauen wir mal nach. Wo müssen wir denn hin zu diesen Raidern? Daten. Corvega. Okay, auf Karte anzeigen. Die Fertigungsanlage, was ist das hier? Okay, da gucke ich schon hin praktisch. In diese Richtung. Ja, da gehen wir dann das nächste Mal hin, ne? Wir hatten jetzt hier auch schon genug Action in dem Part. Upp.
Ich guck aber nur. Oh, hä? Ach, die hatte ich schon hier, ne? Der Skorpion lebt immer noch. Das macht mir eigentlich so ein bisschen Sorgen. Aber gut. Hier mache ich mal einen Cut, ne? Ich danke fürs Einschalten, bewerten bitte nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, haut darin, bis dahin. Tschüss.